Dass Sie alle gekommen sind. Es ist heute ein historischer Moment. Wir sind alle wahnsinnig stolz, dass wir heute das Treibhaus von 11 Uhr bis 24 Uhr bespielen konnten und eine dermaßen große Resonanz bekommen haben. Bitte einen großen Applaus für uns alle, für die ganz vielen Musiker, die von weit her angereist sind. Und heute bitte alle für Verpflegung und sie essen und trinken nicht viel gespielt haben. Ganz großer Applaus für die tolle Szene in Tirol. Donau, Tirol, warum gibt es das Ganze? Es ist natürlich, man, alle, die da drinnen sind, denen brauche ich es nicht erklären, die wissen genau, warum das Ganze ist. Jazz und improvisierte Musik ist inzwischen in Tirol ein Riesengebiet. Es gibt wahnsinnig viele Leute, Big Bands, Ensembles. Ich mag gar nicht anfangen, es gibt ganz viele, die das inzwischen machen. Und dieser Zusammenschluss soll dem dienen, dass die ganze Szene die Anerkennung und die Plattform bekommt, die sie verdient hat. Und warum machen wir das? Weil wir alle total eitel sind und wollen, dass der Jazz und die improvisierte Musik in Tirol eine breitere Plattform bekommt. Und es ist wunderbar, wenn das heute alles funktioniert und ich bin jetzt ganz gerührt, deswegen fehlen mir jetzt die Worte. Da nur einer reden kann, rede ich, aber in Wirklichkeit haben diese ganzen 3 Monate diese Damen und Herren hinter mir gearbeitet, wie die Wahnsinnigen. Und bitte einen großen Applaus für den Vorstand von Donau Tirol. Jetzt habe ich schon sehr schön aufgeschaut. Jetzt, vielen Dank die Ehrengäste, die heute gekommen sind. Vielen Dank Kurt Hüttinger vom Konzert ein Kollege von uns. Und Sebastian Demmels vom Komponistenbund. Herr Hannes Erhard von der Artesia. Und eine ganze Abordnung von der IKB, ich finde sie jetzt nicht mehr. Ein ganzes Fach junge, hübsche Damen. Ich weiß nicht, von der Hypo sind wir denn durch die Lappen gegangen? Okay, es ist niemand von der Hypo da. Ich hoffe, sie haben keine Krise. Trotzdem, vielen Dank an die Hypo. Was wäre der Jazzverein ohne unsere Förderer? Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir so viele Förderer heute bekommen haben. Ins Wandern zum Schluss fast die Fanfaren ausgegangen. Wir haben aber Notenpapier und Bleistift bereitgelegt gehabt und hätten nur schnell eine komponiert. Aber es ist sie genau auf die letzte Fanfare ausgegangen. Daher entgehen sie jetzt einer Live-Versteigerung der letzten Fanfare. Und es kommt gleich zur Verleihung unserer Ehrenfanfare für unsere Förderer. Fanfare Nummer 1, überreicht vom Komponisten Martin Horwalder für unseren Förderer Kmel Johannes. Wir verleihen Herrn Kmel in Abwesenheit die Fanfare. Thank you.
Nummer 2 widmen wir unserem Sponsor, der Hypo Tirol Bank. Ja, es ist, wer will gerne die Hypo Tirol Bank? Frau Sieglinde Stüberl. Nein, Gabriele. Ah, Gabriele, sie gesagt, ich sehe ja doch nichts. Gabriele. Wir hatten uns die Gabriele. Wir begrüßen Gabriele Seber hier in Hypo Tirol Bank. Jessica.
Eine ganz besondere Ehre ist es mir nun, unseren Förderer Stefan Koster auf die Bühne zu bitten. Ah, ist schon da. Fanfare von Rita Koller. Stefan Koster.
ein großer Förderer von uns. Wir wissen es, aber er weiß es noch nicht, dass er eine Fanfare bekommt. Bitte auf die Bühne, Norbert Bleifer! Ich muss jetzt aufpassen, weil ich jetzt in der Politik bin, weil ich ja so angefüttert werde. Ich bin ja auch in Interessensvertretung den Vorschlag ergeben, was sein wollte, sondern auch etwas zum Schluss jagern. Das ist nur privat. Das ist nur privat. Anfüttern tat er ganz gut, ja. Danke, Norbert. Drölltare Nummer 2 mit speziell tirolischen Einklang. Eine kleine Auswahl von dem viel Guten, was Tirol zu bieten hat. Das Jazzorchester Tirol, bitte auf die Bühne. Happy birthday, Stefan.